Hallo und herzlich willkommen zur Eishockey-Spezial 100% Eishockey der Talk zu Folge 9. Heute mit Daniel Pieter von den Krefeld Pinguinen aus der Deutschen Eishockey-Liga. Ja, aber zuerst kommt wie immer der kleine Newsflash. Cody Brenner bleibt in Bietigheim. In der Bayernliga hat sich auch was getan. Denn Heimann bleibt Coach in Amberg. Kevin Schmidt bleibt ebenfalls in Amberg. Auch in der Oberliga Süd hat sich was getan. Neuer Co-Trainer beim EV Füssen. Michael Bielefeld wird neuer Co-Trainer beim Altmeister. War zuletzt beim EV Fronten. Landesliga NRW. Waldemar Banacak bleibt Trainer der Eisadler Dortmund. Die Düsseldorfer EG trennt sich von Johannes Huss. Daniel Fischbuch kehrt nach Düsseldorf zurück. Da hat sich was getan. Schwenningen verpflichtet Johannes Huss aus Düsseldorf. Sowie Goalie Patrick Czerwindy aus Krimitschau. Christian Hawski verlässt die Hannover Indians und wird neuer Goalie in der DL2 beim EV Landshut. Kapitän Nikolai Gotsch bleibt in Bietigheim. Marius Erk verlängert bei den Löwen Frankfurt aus der DL2. Ja, das war der Newsflash. Jetzt kommen wir zum Gespräch mit Daniel Pieter. Können wir? Gut. Ich bin bereit. So. Ja, jetzt Daniel Pieter bei uns, Spieler der Krefeld Pinguine aus der DL. Ja, die erste Frage, die stellen wir jedem zu Beginn. Wie gehst du momentan mit der Corona, mit Corona um? Ja, ich bin viel zu Hause, viel mit der Familie unterwegs. Also was heißt unterwegs? Das, was man machen darf, ne? Trainieren ein bisschen, laufen gehen, Fahrrad fahren. War gerade noch Rennrad fahren und ja, ansonsten das Wetter genießen, seitdem Corona ja da ist, ist ja sehr gutes Wetter und dementsprechend ja, nutzt man das dann ein bisschen aus im Garten, macht ein paar Gartenarbeiten und ja, das ist so das, was man machen kann. Ja, wie sehr schränkt es dich denn jetzt generell in deinem Alltag ein? Also was darfst du machen, was kannst du nicht mehr machen? Ja gut, viel mit Freunden kann man nicht machen. Wir trainieren in Zweiergruppen, ab und zu in der Eishalle oder wie gesagt mit Laufeinheiten oder Rennradfahren. Das machen wir schon noch, aber es ist nicht so wie vorher, wo wir in einer großen Gruppe dann auch trainieren konnten. Was das Trainieren dann auch ein bisschen einfacher macht, weil man sich gegenseitig ein bisschen anspornen kann und motivieren kann. Ja, dann kommen wir jetzt mal zur abgelaufenen Saison. Ihr seid am Ende der DL-Hauptrunde auf Platz 12 gelandet mit 52 Punkten. Wie bewertest du eure Saison? Ja, der Start war eigentlich ganz gut. Dann haben wir, ich glaube, der Oktober hat uns so mehr oder weniger die Saison gekostet. Ich glaube, da haben wir nur 3 oder 4 Punkte geholt. Das ist natürlich dann zu wenig. Ja, im Endeffekt nicht gut genug, zu viele Aufs und Abs. Wir haben aber zum größten Teil gute Spiele gemacht, nur halt die Punkte nicht eingefahren. Und das ist das, was am Ende zählt, ne? Die Punkte brauchst du, um dann in die Playoffs zu kommen. Das haben wir nicht geschafft und dementsprechend ja, war es nicht gut genug. Mal wieder, aber ich bin jetzt ganz positiv gestimmt, was die Zukunft angeht. Aber das war ich jetzt die letzten Jahre auch immer. Ja, ihr wart über einen gewissen Zeitraum, ich sag mal, insolvenzgefährdet. Wie geht man so mit so einer Situation als Spieler um? Das ist auf jeden Fall nicht einfach. Gerade am Anfang hat man sich viele Gedanken gemacht. Dann war es eine Zeit lang, wo auch positive Stimmen im Hintergrund da waren, dass alles klappen sollte. Da hat man sich weniger Gedanken gemacht.
Aber trotzdem glaube ich, dass das im Hinterkopf immer irgendwo eine Rolle spielt. Das ist nicht der Grund, weswegen man Spiele verliert. Aber es kann natürlich auch, wie gesagt, im Hinterkopf ist es. Und den einen oder anderen hat es vielleicht auch gehemmt. Ich kann es, also wie gesagt, ich will es nicht als Ausrede benutzen für die Saison. Aber ist natürlich anders, wie wenn man den Kopf frei hat, wenn man einfach frei drauf losspielen kann. Alles positiv läuft im Umfeld. Das ist halt, Eishockey ist halt auch ein mentaler Sport, wo man frisch im Kopf sein muss. Und wenn man dann jede Woche eine neue Nachricht darüber hört, dann bleibt es halt irgendwo im Hinterkopf drin. Ja, ihr habt jetzt auch am Ende der Saison wieder Existenzprobleme gekriegt durch Corona. Seid jetzt aber vor kurzem ist ein Schweizer Investor eingesprungen, der 80% der Anteile übernommen hat. Wie froh bist du, das jetzt mal einen Sommer mal Ruhe zu haben? Ja, natürlich sehr, sehr froh. Jetzt die letzten, nach Saisonende, die Wochen, die waren bis jetzt auch wieder nicht einfach. Auch wegen Corona hat man sich viele Gedanken gemacht. Dazu kam dann die Situation im Verein, wo man viel Zeit hatte, um sich Gedanken zu machen, weil man halt eben nicht Tennis spielen konnte oder irgendwelche Ausgleichssportarten machen konnte oder zur WM fahren konnte, wo man ein bisschen den Kopf freikriegt. Dementsprechend, ja, wir haben uns natürlich auch viele Gedanken jetzt gemacht, sind froh, dass es jetzt dann endlich geklappt hat. Es war auch da wieder... man hat jeden Tag was Neues gehört, jede Woche war wieder was Neues. Und das macht das Ganze natürlich nicht einfach. Ja, kommen wir nochmal zur abgebrochenen Saison jetzt. Findest du es gerechtfertigt allgemein oder findest du es schwachsinnig? Naja, also wenn man die ganze Situation jetzt betrachtet, ist das, glaube ich, die einzige Möglichkeit gewesen für die DEL bzw. für alle Eishockey-Ligen, weil ohne Zuschauer die Spiele zu spielen, ist A, nicht toll für die Spieler und B, glaube ich, finanziell für die Vereine gar nicht stemmbar, weil in der Bundesliga, im Fußball, da spielen so viele die TV-Gelder und so weiter, spielen einen Großteil mit. In der DEL, da gibt's nicht, oder im Eishockey, da gibt's generell nicht viel, was TV-Gelder angeht. Und die Spieler müssen bezahlt werden, die Arenen müssen bezahlt werden. Das ist ja ein riesen Kostenpunkt, den man gar nicht tragen kann, wenn dann keine Zuschauer kommen, weil die sind, glaube ich, die Haupteinnahmequelle der Vereine. Ja, ihr habt während der Saison einen Trainerwechsel gehabt. Co-Trainer Pierre Beaulieu hat dann übernommen. War es deiner Meinung nach damals die richtige Entscheidung, einen Trainerwechsel vorzunehmen? Ja gut, im Sport ist der Trainer immer das schwächste Glied, sag ich. Ne? Meiner Meinung nach hat der Brandon Reed jetzt nicht ganz so viel falsch gemacht. Das Einzige, was gefehlt hat, waren die Ergebnisse. Danach haben wir auch nicht allzu viel geändert, aber es ist halt ein neuer Wind reingekommen und dadurch haben wir dann teilweise also besser gespielt, aber auch die Punkte dann mehr oder weniger eingefahren. Am Ende der Saison ist es dann, glaube ich, so, wenn man die Punkteschnitte oder was auch immer davor, vor dem Trainerwechsel und danach vergleicht, ist, glaube ich, jetzt nicht kein großer Unterschied. Wir haben weniger Tore kassiert, auch weniger geschossen, aber im Großen und Ganzen gibt es immer Gründe dafür und immer dann dagegen. Aber die Spieler oder wir Spieler sind da nicht, wir können nur die Leistung aufs Eis bringen. Wenn wir es nicht machen, dann wissen wir auch, dass zu Trainerwechseln kommen kann oder Spielerwechsel, was auch immer. Ich sag, vielleicht hätte man auch keinen Trainerwechsel machen müssen. Aber das ist es ist eh zu spät und wir haben da auch nicht ganz so viel mitzureden dann. Ja, am Anfang haben wir es ja schon angesprochen bezüglich der möglichen Insolvenz und der Gefährdung generell bei euch. Was läuft denn deiner Meinung nach schief in Krefeld, dass das leider so oft gefährdet ist?
Ja, gut. Ich weiß nicht, ob es oft so ist. Nach außen hin, in Medien und so weiter, steht öfter mal was drin. Aber ich glaube, die letzten 3-4 Jahre, die waren okay. Das Ganze fing halt damit an, dass der Eingesellschafter, der Ponomarev, dann drin war und ja, vielleicht nicht zu seinem Wort gestanden hat, oder dafür bin ich auch zu wenig im Hintergrund drin, um zu sagen, was da jetzt schiefgelaufen ist. Aber es war klar, dass irgendwann, weil die Gesellschafter, die da waren oder da sind, die werden ja auch nicht jünger, und dementsprechend musste halt auch mal ein Generationenwechsel hergestellt werden. Das letzte Mal, wo es Probleme gab, war mit der Arena. Da hatte man sich um Arena-Vertrag, glaube ich, hatte man Gespräche, war am Anfang nicht auf einer Linie, und dementsprechend kamen dann wieder Gerüchte in die Presse, dass sein könnte. Aber ich glaube, das ist einfach Krefeld. Da wird viel in der Presse geredet, aber im Hintergrund wird eigentlich ganz gute Arbeit geleistet, sonst könnte der Standort Krefeld nicht schon seit 25 Jahren in der DEL sein. Ja, dann kommen wir jetzt mal auf ein generelles Thema in der DEL. Ab der kommenden Saison soll es jetzt den Auf- und Abstieg wieder geben. Wie stehst du persönlich zu dazu, dass es wieder einen Abstieg und Aufstieg geben soll? Auf der einen Seite finde ich es gut, weil es auch gefordert wird von vielen Vereinen und auch von Fans. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob es so ein langfristiges Thema wird, weil es wurde, seit es die DEL gibt, immer mal wieder Auf- und Abstieg gefordert, eingeführt. Das ging dann wieder 2-3 Jahre gut. Dann ist der Absteiger ist dann pleite gegangen, oder der Aufsteiger ist halt direkt wieder abgestiegen, weil er es nicht stemmen konnte, und dann pleite gegangen. Das ist immer, ist eine schmale Linie da drauf. Ich glaube, es gibt gar nicht so viele Mannschaften, die aufsteigen können. Strukturell, finanziell, und das wird man alles sehen. Wenn es klappt, super, dann muss es aber auch für immer klappen, sage ich mal. Ne? Nicht, dass es jetzt dieses Jahr klappt, dann nächstes Jahr kann dann wieder kein Verein aufsteigen, weil das nicht hinkriegt. Weil ist ja auch klar, wenn man so einen Auf- und Abstieg einführt, dann will man Konstanz drin haben, und dann will man nicht jedes Jahr wieder was Neues. Das müssen die Vereine in der zweiten Liga gerade gucken, dass sie es hinkriegen. Und dann ist es eine gute Sache. Man könnte auch theoretisch die Liga ein bisschen aufstocken mit den Vereinen, die DEL spielen können, finanziell und auch infrastrukturmäßig. Aber da weiß ich jetzt nicht, inwiefern die Leute, die dafür gemacht sind, die das entscheiden am Ende des Tages, inwiefern die da überhaupt drüber nachdenken, ob man das vielleicht so macht. Vielleicht macht man auf 18 Vereine, 16 Vereine, man macht Achtelfinale, weil die Playoffs sind einfach das Salz in der Suppe. Das interessiert die Fans. Da gibt es viele Möglichkeiten. Welche die richtige ist, müssen die Leute entscheiden, die dafür da sind. Ja, wollen wir jetzt auf deine Karriere, auf deine bis jetzige Karriere zu sprechen kommen. Du bist in Krefeld geboren, hast dort auch mit dem Eishockey angefangen und bist bis jetzt immer noch da. Warum hast du in Krefeld angefangen, beziehungsweise was hat dich überhaupt zum Eishockey gebracht? Ja, warum ich in Krefeld angefangen habe, ist ganz einfach, weil ich aus Krefeld komme, weil ich geboren bin. Mein Vater ist früher, oder geht jetzt auch noch, aber ist früher in die Rheinlandhalle gegangen und hat mich halt mitgenommen. So, und dann wollte ich halt auch Eishockey ausprobieren, war in der Laufschule, beziehungsweise erstmal sind wir öfter in öffentliche Laufzeit gegangen, bin dann in die Laufschule, hatte dann eigentlich schon gar keine Lust mehr auf die Laufschule, weil ich schon die Jungs drüben damals die Laufschule war in der Rittberger Halle, in der Kleinen. Und man konnte rüber gucken, und da waren halt die Bambinis schon mit Schläger und Buck unterwegs. Und ich wollte unbedingt dahin, durfte aber noch nicht. Und da hatte ich keinen Bock mehr. Und
hat aber nicht lange gedauert, bis ich dann auch rüber zu den Bambinis durfte. Und ja, so bin ich halt zum Eishockey gekommen. Ich glaube, das habe ich, ist auch eine ganz gute Wahl gewesen. Warum ich immer noch in Krefeld spiele, ist ganz einfach, weil ich hier meine Familie habe, meine Freunde. Natürlich verdiene ich auch vernünftig, nicht vielleicht so, wie ich es hätte in anderen Vereinen tun können, aber bei mir ist der Faktor Familie spielt halt eine große Rolle auch. Ja, gehen wir jetzt mal ein bisschen detaillierter auf deine Karriere ein. In der Saison 2003, 2004 hast du dann auch noch für die DNL in Krefeld gespielt, 28 Spiele, und hast deine ersten 5 Spiele für die DEL in Krefeld gemacht. Auch noch ein Spiel per Förderlizenz in Grefrath. Wie kam das zustande, dass du in Grefrath ein Spiel gemacht hast, und wie war das Gefühl, erst mal mit den Großen in Krefeld, mit der DEL, mit der Profitruppe mitzuspielen? Mit Grefrath war einfach so, dass wir in der DNL gespielt haben. Und der Trainer damals, der Lothar Kremershoff, hat uns ja auch mal empfohlen, wir hatten so eine Doppellizenz für DNL, DEL und dann halt Grefrath in dem Fall, hat uns halt empfohlen, auch mal da zu spielen, um auch mal Senioren-Eishockey zu spielen. Dann sind wir damals nach, ich meine, das Spiel war auf Schalke gegen Revierlöwen Oberhausen. Kann mich aber auch irren, kann auch eine andere Mannschaft gewesen sein. Haben da gespielt freitags und sind dann samstags, sonntags direkt nach Rosenheim und Landshut, glaube ich, oder Garmisch, mit der DNL gefahren. Und das war halt so mein erstes und einziges Spiel, glaube ich, für Grefrath. Ja, das war eine coole Erfahrung. Und dann DEL war einfach so, da, ich meine, im Dezember oder November in dem Jahr haben wir, da gab es noch den Pokal, und da haben wir gegen Hamburg zu Hause gespielt, und morgens kam dann der Anruf, dass ich da mitspielen soll. Und dann habe ich mich natürlich gefreut. Pokal waren jetzt auch nicht so viele Zuschauer und so weiter. Habe relativ viel gespielt in dem Pokalspiel. Habe anscheinend einen guten Eindruck beim Butch Goring damals noch hinterlassen und durfte dann halt meine ersten 5 Spiele auch in der DEL dann spielen, wo ich ja teilweise dann auch im Powerplay vorm Tor gestanden habe. Der Grund war ganz einfach, weil ich mit dem Gitter, mir konnte da nichts passieren, da konnten die draufschießen, wie sie wollten. Habe auch dann in Freiburg, meine ich, einen Schuss ins Gitter gekriegt vom Daniel Kunze damals, wo es leicht verbeult war. Aber ja, war eine coole Erfahrung, hat Spaß gemacht, meine ersten Spiele da zu spielen. Und ja, man war einfach froh, dabei zu sein. Man hat jetzt vielleicht nicht so viel Eiszeit gehabt wie heutzutage, aber trotzdem war es eine coole Erfahrung. Und ich meine, ich war 16, 17, Da ist man froh über jede Möglichkeit, da mitzutrainieren. Und wenn dann Spiele dazukommen, ist halt nochmal viel geiler. Ja, 2004, 2005 hast du für die DEL-Mannschaft 6 Spiele gemacht und per Förderlizenz in Duisburg in der zweiten Liga 46 Spiele. Wie war es denn für dich, in einer anderen Liga und in einem anderen Verein weitere Erfahrung zu sammeln? Ja, auch da war es... Ich glaube, das war das Beste, was mir passieren konnte zu der Zeit, dass ich in der zweiten Liga spielen konnte. Und habe auch da sehr viel gespielt. Habe damals mit Niklas Sundblad zusammengespielt. Dann am Anfang mit Wolfgang Kummer, der dann zu Bauer gewechselt ist. Dann kam Leo Stefan, der sich dann verletzt hatte. Und dann kam noch Kent McDonnell, der aus Columbus, damals war ja die Lockout-Saison, rüberkam. Mit denen habe ich dann zusammengespielt. Das war natürlich für mich top. Ich habe viel Eiszeit gehabt. Habe dann auch von den Älteren, sage ich mal, profitiert. Habe viele Ratschläge bekommen, wie ich mich besser entwickeln kann. Zu der Zeit muss ich auch sagen, habe ich das auch gebraucht, weil ich einfach, wie gesagt, jung war, vielleicht auch versucht habe, alles übers Talent, aber mit weniger Arbeit hinzukriegen.
Und das Jahr war sehr lehrreich. Ich glaube, bis Dezember hat sich jetzt auch nicht so in den Punkten wiedergespiegelt, dass ich eigentlich ganz okay gespielt habe, aber danach wurde es immer besser. Man hat sich daran gewöhnt, ans Tempo, an die Liga. Und am Ende sind wir dann sogar noch aufgestiegen, weswegen ich dann im Jahr drauf dann auch wieder nach Krefeld musste. Ich hätte, glaube ich, gerne noch mal ein Jahr in Duisburg gespielt, aber da ich einen Krefeld-Vertrag hatte, ging es halt nicht, weil die in der DL waren. War einfach eine coole Erfahrung, die ich nicht missen möchte und ich vielen jungen Spielern auch empfehle zu machen, weil man die Eiszeit, die man da kriegt, in der DEL wahrscheinlich direkt am Anfang nicht bekommt. Ja, 2005, 2006 hast du, wie angesprochen, dann komplett für Krefeld in der DEL gespielt, hast da 46 Spiele sogar gemacht, auch in der DEL, und du hast dein erstes Profitor gemacht. Kannst du dich noch daran erinnern und was war das denn für ein Gefühl für dich? Sehr schwer kann ich mich daran erinnern, aber ich meine, das war in Hamburg gegen die Freezers damals und ich wurde im Endeffekt eigentlich nur angeschossen. Ein Schuss vor einer blauen Linie, ich stand halt vorm Tor, neben dem Tor, wo auch immer, und der Schuss ging mir an die Hose und dann ins Tor. Das war wahrscheinlich ein sehr gutes Gefühl. Wie gesagt, so kann ich mich da nicht mehr dran erinnern. Aber auch da war ich, das war ein schweres Jahr, weil ich nicht immer viel gespielt habe, sondern teilweise, weil wir damals auch nur 10 Stürmer am Anfang der Saison hatten, bis Februar, Januar, Februar vielleicht, war ich 10. Stürmer, 9. Stürmer manchmal und dann ist es halt nicht so einfach, auch den Rhythmus zu haben und auch positiv zu bleiben. Auch das habe ich in dem Jahr gelernt, dass man, wenn es mal nicht läuft, dass man auch versuchen muss, positiv zu bleiben. Ja, in dem Jahr hast du auch für die deutsche U20-Nationalmannschaft gespielt, hast dort 11 Spiele plus 5 U20-WM-Spiele gemacht. Was war das für eine Erfahrung, für die deutsche Nachwuchsnationalmannschaft zu spielen? Ja, ich habe eigentlich jede Nationalmannschaft so durchgelaufen, war immer dabei. Ich glaube, 2 U18-WMs gespielt. Dann die U20-BWM in Bled in Slowenien, die jetzt nicht so gut für mich gelaufen ist, aber trotzdem ist am Ende der Aufstieg dann bei rumgekommen. Und ja, das ist immer cool für Deutschland zu spielen. Auch jetzt, wenn man den Adler auf der Brust trägt, ist man einfach stolz, versucht alles zu geben. Und da sind dann auch Statistiken mehr oder weniger zweitrangig, weil wenn man Erfolg hat, dann ist jeder mit jedem zufrieden. Ja, seit 2006 bist du ein fester Bestandteil in Krefeld in der DL-Mannschaft. Wie ist es für dich als Spieler, fester Bestandteil zu sein und wie stolz bist du darauf? Ja gut, ich war auch davor das Jahr, glaube ich, fester Bestandteil, aber ich habe seitdem, in dem Jahr, glaube ich, fing es an, dann in der dritten Reihe, wo man halt regelmäßig Eiszeit bekommt und auch viel mehr spielt, eine bessere Rolle dann ausfüllen konnte. Ja, das ist natürlich cool, gerade in seiner Heimatstadt. Man kennt viele, man spielt vor der Familie. Es gibt, glaube ich, nichts Besseres für einen Sportler, zu Hause zu spielen. Ist einfach eine coole Sache, dass ich mit meinem Hobby oder mein Hobby zu meinem Beruf gemacht habe, da ich damit mein Geld verdienen kann. Da gibt es nicht viele, die das können und wir haben einfach ein Privileg, dass wir das dürfen und wir müssen versuchen, mit Leistung die Leute zufriedenzustellen und versuchen vielleicht für die Kinder, die im Nachwuchs spielen, dass die Vorbilder haben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste für uns. Ja, seit 2010 spielst du auch regelmäßig in der A-Nationalmannschaft für Deutschland. Wie stolz macht dich das auch nochmal, jetzt sag ich mal, für die erste Nationalmannschaft zu spielen? Ja, das war irgendwo immer mein Ziel, wo ich zu den Profis hochgekommen bin, dass ich irgendwann auch mal Nationalspieler werde. Jetzt bin ich 33 und habe einige Länderspiele auf dem Buckel und auch die eine oder andere WM und
Das ist einfach mit das coolste Gefühl, was man haben kann. Wie gesagt, den Adler auf der Brust zu tragen und dann die Nationalhymne zu hören. Das kann einem nichts anderes geben, dieses Gefühl, außer bei der Nationalmannschaft zu spielen. Und gerade dann eine Weltmeisterschaft zu spielen, ist schon eine coole Sache. Olympia wäre noch mal was Tolles, wo ich hoffe, dass ich 2022, glaube ich, ist die nächste, dass ich da noch mal spielen kann. Ich versuche mein Bestes da zu geben in der Liga, dass der Trainer so schwer wie möglich hat, an mir vorbeizukommen. Im Ende muss der Trainer dann entscheiden. Und die letzten Jahre waren halt mehr oder weniger auch erfolgreich. Und wie gesagt, ich freue mich, wenn ich da spielen darf. Und es ist auch einfach ein cooles Gefühl. Ja. Ja, in der Saison 17-18 hast du für Krefeld 43 Spiele gemacht, aber bist auch dann auf einmal nach Schweden, nach Leksands IF gegangen, hast dann nur 8 Spiele in Schweden gemacht. Wie war es, das mal im Ausland zu spielen und wie kam das überhaupt zustande? Du bist ja sonst eigentlich immer Krefeld treu geblieben. Ja, wir waren schon abgeschlagen, hatten keine Chance mehr auf die Playoffs. Und dann hatte Marcel Müller und ich wir haben denselben Berater und dann kam halt eine Anfrage aus unter anderem Schweden, ob wir uns vorstellen könnten, da zu spielen, weil wir beide auch das Ziel hatten, noch zur WM zu fahren damals, nach Dänemark, glaube ich, war die. Haben wir uns halt entschieden, ein bisschen länger Eishockey spielen zu wollen, als nur bis zum 2. März. Krefeld hat uns dann auch die Möglichkeit gegeben, hat uns gehen lassen. Für Krefeld war es dann halt auch positiv, weil die damals auch ein bisschen Geld sparen konnten. Wir konnten, wie du sagst, diese 8-9 Spiele in der Hauptrunde in Schweden machen. Und im Anschluss haben wir dann noch die Aufstiegsrunde gespielt. Ich glaube, da kamen nochmal 9 Spiele zusammen, weil Leksand damals aufsteigen wollte. Haben sie uns quasi im Doppelpack dann dahin geholt. Es lief jetzt eigentlich ganz gut, nur am Ende haben wir leider dann auch den Aufstieg verpasst, was dann ein negatives Gefühl hinterlässt. Aber ich glaube, für uns oder gerade für mich war es eine einmalige Erfahrung, mal in Schweden zu spielen. Zu der Zeit war so viel Schnee, habe ich noch nie gesehen, wie in Schweden da war. Die Familie war dabei, mein Kleiner war dabei, der sehr viel Spaß da hatte und auch da ist wieder so eine Familienentscheidung gewesen, wo wir gesagt haben, ja, das machen wir und es war eine coole Erfahrung, einfach eine Eishockeystadt. Ich glaube, die hatten 5000 Einwohner und die Halle hat 7000 Zuschauer gefasst und die war auch mehr oder weniger immer voll. Ich glaube, im Schnitt hatten die 6000 Zuschauer. Das ist einfach ein Eishockeyland und diese Erfahrung nimmt einem auch keiner mehr, wenn man sie mal gemacht hat. Ja, kommen wir jetzt zu unserer Rubrik Fanfragen. Ja, eine Fanfrage, die uns erreicht hat, ist es eine Option für dich, die Karriere in eurem Oberliga-Team zu beenden? Ich hoffe jetzt erstmal, dass ich noch ein paar Jahre DEL spiele. Ich habe ja noch ein paar Jahre auf Vertrag. Würde aber auch nach dem Vertrag noch gerne ein paar Jahre in der DEL spielen. Was dann danach kommt, das wird man alles sehen. Wir Eishockeyspieler müssen auch nach der Karriere arbeiten. Oder halt ewig lange Eishockey spielen. Und wenn es dann eine Option ist, wo einfach alles passt, vom Finanziellen, vom, wie gesagt, Familienhintergrund, meine Knochen auch mitspielen. Toi, 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 hatte ich bis jetzt nie so eine wirklich große Verletzung. Das Schwerste war mal Kreuzbandanriss und eine Schambeinentzündung. Aber das ist jetzt nicht so, dass es mich jetzt im Nachhinein noch irgendwo groß irritiert. Deswegen
fühle ich mich noch gut. Ich will auch gar keine Verletzung haben, damit ich halt, wie gesagt, noch ein paar Jahre länger spielen kann. Und was dann nach der DEL-Zeit noch kommt, ob ich dann direkt aufhöre oder ob ich noch mal zweite Liga oder Oberliga spielen würde, steht in den Sternen. Aber ich würde jetzt, Stand jetzt sagen, eher sehr geringe Chancen, dass ich dann noch mal in der Oberliga spiele. Ja, die nächste Frage, die wir bekommen haben, mit wem spielst du am liebsten zusammen? Ich habe schon sehr, sehr gute und sehr viele Mitspieler gehabt. Jetzt am Ende war es Chad Costello, mit dem ich gut zusammen gespielt habe. Davor war es der Maller. Und mit ihm, ja, das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir verstehen uns auch sehr gut privat. Davor war Herbert Vasilius, Boris Blank. Das waren gute Spieler, mit denen hat es Spaß gemacht. Kevin Clark und Adam Kochane genauso. Ich tue mich schwer, da einen herauszuheben, aber wenn ich es müsste, dann würde ich sagen, mit Maller. Also Marcel Müller. Ja, die nächste Frage ist, welchen Spieler in der letztjährigen Mannschaft würdest du gerne dieses Jahr wieder im Team haben? Ja, da gibt's schon einige. Ich glaube, viele sind dann auch, glaube ich, hoffentlich noch da, soweit ich weiß. Ich darf es aber vielleicht auch noch nicht so verraten. Natürlich mit Martin Szymanski spiele ich mehr oder weniger schon meine ganze Karriere. Der hatte auch noch Vertrag. Oskar Ostlund wurde jetzt gestern bekannt gegeben, dass er nochmal in Krefeld bleibt. War auch ein cooler Typ. Also wie gesagt, da sind ein paar Jungs, mit denen ich gerne zusammenspiele oder die ich gerne wieder in Krefeld sehen würde. Alex Trivilato, hoffe ich auch, dass er bleibt, auch in Braun. Also da sind schon ein paar Jungs, die gerade von den Deutschen, die ich gerne wiedersehen würde. Was war dein Highlight deiner Karriere bis jetzt? Mein Highlight? Mein erstes WM-Spiel war schon cool damals in Schweden, weil ich da auch nachnominiert wurde, erst nach Hause geschickt, dann durfte ich doch hinfahren. Dann war ich das erste Spiel auf der Tribüne und das zweite habe ich dann damals gespielt. Das war schon cool. Und aber auch, ja, da sind auch viele Spiele, die man so als Highlight sehen kann. Die Serie damals, Playoffs gegen Düsseldorf, die haben wir zwar leider verloren in 7 Spielen, aber das Viertelfinale gegen Düsseldorf, das war einfach, jedes Spiel war voll, das hat einfach Spaß gemacht. Zweimal Halbfinale, einmal gegen Berlin und einmal gegen Wolfsburg, beide Male da ausgeschieden, aber das war auch eine coole Erfahrung. Und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und selbst in den Saisons, wo es jetzt die letzten Jahre nicht so gut gelaufen ist, waren auch wieder Spiele dabei, die man auch sagen kann, das waren Highlights. Aber da es ja ein Mannschaftssport ist, ist im Endeffekt dann mannschaftsmäßig größer. Und dementsprechend würde ich sagen, einfach das erste WM-Spiel und die beiden Halbfinalteilnahmen. Ja, die nächste Frage, die wir bekommen haben, ist, wie war für dich die Ansprache vor dem letzten Spieltag gegen München auf dem Eis? Die Ansprache vor dem Spiel gegen München. So haben wir die Frage bekommen, ja. Da wir ja in der Kabine sind, vor der Eishalle oder vor der Eisfläche stehen, in den Katakomben, kriegen wir da gar nicht so viel mit. Und wenn wir uns auf so ein Spiel vorbereiten, dann ist man mehr oder weniger dann auch gar nicht mehr so empfangsbereit, was so vorher auf dem Eis passiert. Deswegen, ich kann mich da jetzt nicht so gut dran erinnern. Ich weiß aber auch, dass unser Stadionsprecher, der Christian Peterslach, immer sehr emotionale Worte findet vor so einem Spiel. Und ja, ich glaube, dass er da die richtigen Worte gefunden hat, hab's aber selber nicht so wirklich mitbekommen.
Ja, zu welchem Rivalen würdest du eher gehen, wenn du müsstest? Nach Köln oder nach Düsseldorf? So Fragen kriege ich öfter gestellt. Aber da würde ich eher nach Köln gehen. Ja, jetzt die letzte Fanfrage. Könntest du dir vorstellen, nach deiner Karriere im Eishockey zu bleiben und eine Tätigkeit als Trainer oder Sportdirektor wahrzunehmen? Könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil ich meine, mehr oder weniger mein ganzes Leben mit dem Eishockey verbringe. Viele Erfahrungen auch machen durfte schon. Viele auch, wo ich vielleicht nicht gerade so mit einverstanden war, bei Entscheidungen. Würde ich, wie gesagt, gerne machen. Auch das war damals so ein Grund, weswegen ich in Krefeld so lange unterschrieben habe. Weil man einfach, wenn man in einem Verein länger ist, eher die Chance hat, dann auch im Anschluss der Karriere dann in dem Verein irgendwo Fuß zu fassen. Ob es dann Trainer sein muss, weiß ich nicht. Ich glaube, da würde ich sehr viel aus meiner Haut fahren, weil ja, ich bin sehr detailversessen und sehr ehrgeizig, was manchmal dann auch, wo ich dann auch sehr laut werden kann. Sportlicher Leiter, ja, könnte ich mir auch vorstellen. Genauso wie Scout oder einfach so ein Development Coach, wo man junge Spieler einfach ranführen kann, die verbessern kann. Oder halt im Nachwuchstrainer, sowas könnte ich mir schon vorstellen. Ja, kommen wir nun zu unserer Rubrik 10 Fragen, 10 schnelle Antworten. Ja, deine Lieblingsstadt? Krefeld. Lieblingsverein im Eishockey? Krefeld Pinguine. Dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen? Würde ich sagen Pizza. In den letzten Jahren aber auch Sushi. Deine Lieblingsfarbe? Schwarz-Gelb. Was ist deine größte Macke? Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ich bin sehr ehrgeizig und kann sehr schlecht verlieren. Hast du einen Lieblingsfußballverein? Ja, Borussia Dortmund. Nationalmannschaft? Welche Lieblingsnationalmannschaft? Nee, was dir dabei einfällt bei der Nationalmannschaft? Ach so, bei dem Wort. Viele, viele coole Erfahrungen. Ein paar Weltmeisterschaften, die ich spielen durfte und immer wieder gerne, dass ich dahin fahre. Was fällt dir bei Krefeld ein? Auch da habe ich schöne Erfahrungen gemacht, in den letzten Jahren weniger schöne. Ich sag mal so, das Glas ist immer halb leer. Für die Krefelder an sich. Deine Lieblingsmusik? Lieblingsmusik? Schwer, weil wir einfach, oder ich höre einfach wirklich alles, aber wenn ich jetzt eine Rubrik aussuchen müsste, würde ich sagen Schlager. Was sind deine Hobbys? Fußballspiele von Borussia Dortmund besuchen, selber mit Jungs Fußball spielen, Radfahren, Tennis spielen, also eigentlich jede Sportart auch im Fernsehen gucken, die gerade läuft. Deswegen ist es jetzt gerade mit Corona noch schwieriger, weil jetzt gerade gar nichts läuft, aber ich bin ein Sportfanatiker und dementsprechend gucke ich mir viel an. Ja, das war's schon. Wir bedanken uns bei dir. Bleib gesund. Ciao, ciao. Und vielen Dank. Vielleicht sieht man sich irgendwo in der Eishalle mal. Bestimmt. Ciao, ciao. Ja, das war Folge 9 heute schon wieder mit Daniel Pieter von den Krefeld Pinguin. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir würden uns auch wie immer über eine kleine Spende freuen. Der Link dazu ist in der Infobox. Wir finanzieren uns komplett selber, ehrenamtlich und so weiter. Deswegen, jeder Euro zählt auch für uns in so einer Zeit. Ja, wir sehen uns dann zur nächsten Folge mit Christian Nierberle. Bleibt gesund. Ciao, ciao.